habe heute einen H&M-Haul für euch. Und zwar war ich ein bisschen online shoppen und auch im Geschäft. Ich habe eine Menge Gutscheine zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich war die Einlösen und ich habe mir eine Menge Ketten gekauft. Ich stehe ja im Moment total auf diese Ketten und habe mir ja auch was gebastelt. Falls ihr dieses Video noch nicht gesehen haben solltet, ich verlinke es euch einmal in die Infobox und einmal hier. Dann könnt ihr ja reinklicken, aber euch erst später anschauen, denn jetzt geht's erstmal los mit meinem Haul. Ich zeige euch erstmal die Pullis. Und zwar habe ich hier einmal diesen weißen Strickpulli. Der ist aus einem nicht so dickeren Strickgarn und der hat an den Seiten hier so Fäden. Und deswegen finde ich, dass er ideal für den Frühling ist. Den kann man einfach über ein Kleid oder über eine Shorts tragen und es sieht super stylisch aus durch diese Besonderheiten an den Seiten. Und dieser Pulli war runtergesetzt von 24,95 auf nur noch 8 Euro. Ich hatte mir ja im Winter diesen Pulli auch gekauft und damals hat er noch 12 Euro im Sale gekostet. Deswegen musste ich jetzt zuschlagen und habe mir den in Schwarz nochmal gekauft. Das ist derselbe Pulli und ja, sieht einfach total stylisch aus. Dann habe ich hier einen etwas dickeren Strickpulli, aber der ist jetzt nicht allzu dick. Den kann man noch sehr gut im Frühjahr anziehen, wenn es abends noch ein bisschen kälter ist. Vorne in so einem Schwarz-Weiß an den Ärmeln und hinten ist es komplett schwarz. Hat hier vorne noch so Glitzerfäden dran und die Ärmel sind drei Viertel. Und der Pullover war im Sale von 29,95 Euro auf nur noch 9 Euro. Hier habe ich einen etwas dickeren Strickpulli, der hat einen kleinen Rollkragen, ist vorne und hinten mit so einem Zopfmuster und der ist vorne ein bisschen kürzer geschnitten als hinten. An den Seiten hat der kleine Schlitze und dieser Pulli ist mega, mega dick, also super geeignet für den Winter. Für den Frühling und für den Sommer ist er auf keinen Fall was, weil er viel zu dick ist. Aber der nächste Winter kommt ja bestimmt. Ich hoffe jetzt nicht so bald, denn ich bin ein absoluter Sommermensch. Also von mir aus könnte der Winter auch fernbleiben, aber wir leben ja hier in Deutschland und es gibt nun mal den Winter. Und ich habe schon mal vorgesorgt, der Pulli war nämlich im Sale von 19,95 Euro auf nur noch 5 Euro. Deswegen habe ich mir den jetzt für den Winter schon mal mitgenommen. Ich bin jetzt in einem anderen Zimmer, weil mein Schatzi nach Hause gekommen ist und er wollte jetzt im Wohnzimmer ein bisschen fernschauen und chillen. Und deswegen haben wir jetzt einen kleinen Location-Wechsel und wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Teil. Und zwar habe ich hier diesen blauen Blazer, der ist ein bisschen kürzer und hat hier überall so eine weiße Struktur, hat einen etwas höheren Kragen, zwei kleine Täschchen an den Ärmeln, hat er jeweils einen Schlitz. Und dieser Blazer sieht super gut aus zu einer weißen Hose oder zu einem weißen Rock und einem weißen Oberteil. Total schick. Ich trage diesen Blazer total gerne fürs Büro. Und dieser Blazer war runtergesetzt von 39,95 Euro auf 20 Euro. Dann habe ich hier einen schwarzen Paillettenrock. Der ist ein bisschen kurz, würde ich mal sagen. Aber ich finde, den kann man super schön auf einer Party tragen mit High Heels. Da kann man ja ruhig ein bisschen knappere Outfits tragen. Und dieser Rock hat hier noch so ein Innenfutter und der ist von Divided. Der war im Sale von 19,95 Euro auf nur noch 6 Euro. Hier ist so ein schwarz-weißer Rock von Divided. Der ist auch ein bisschen kürzer geschnitten, aber für den Sommer finde ich das jetzt nicht schlimm. Man kann den super gut mit Sandaletten kombinieren. Und der hat hier hinten einen Reißverschluss. Der ist aus so einem leichten Jeansstoff. Und der ist im Sale gewesen auf nur noch 5 Euro von 9,95 Euro. Also kann man nicht meckern für den Preis, so einen tollen Rock. Ich finde das Muster total klasse. Als letztes Kleidungsstück habe ich mir mitgenommen diesen schwarzen Kunstlederrock. Der ist in so einer Glockenform geschnitten. Und nach unten hin ist er weiter ausgestellt. Das Besondere an diesem Rock sind diese eingestanzten Muster. Hier sind so Blumen, Kreise und Herzchen drauf. Diesen Rock habe ich aus der Kinderabteilung mir mitgenommen. Ich bin ja nicht gerade groß und auch ziemlich
zierlich und deswegen kann ich immer noch in der Kinderabteilung shoppen gehen. Das ist ja manchmal immer ganz praktisch, weil die Sachen in der Kinderabteilung günstiger sind als in der Damenabteilung. Und wie ihr sicherlich wisst, habe ich auch in meinem Primark-Haul mir was aus der Kinderabteilung mitgenommen. Dieses Shirt mit diesem schwarzen Aufdruck vorne drauf. Also falls ihr meinen Primark-Haul noch nicht gesehen haben solltet, ich verlinke ihn euch nochmal hier in die Infobox und schaut doch mal rein. Vielleicht sind da auch noch ein paar passende Teile für euch dabei. Das ist ein ziemlich aktueller Haul und die Sachen findet ihr bestimmt noch in den Primark-Läden. Ja, und dieser Rock ist in der Größe 158-164. Der war im Sale von 19,95 € auf nur noch 10 €. Und ich finde den super, super süß. Deswegen habe ich den gekauft. Dann kommen wir jetzt zu den Accessoires. Ich habe hier einmal diese ganzen Ketten gekauft und einmal so ein Ringset. Und wir fangen bei dem Ringset mal an. Das ist so ein vierteiliges Ringset mit der Aufschrift Love drauf. Auf jedem Ring steht ein Buchstabe drauf und dieses Ringset ist von Divided und das war im Sale von 3,95 € auf nur noch 2 €. Hier habe ich diese Kette, die ist in der Farbe Altsilber. Die hat hier 3 Platten und man kann die Kette verstellen. Die Kette habe ich mir auch noch in 2 weiteren Farben gekauft, einmal in so einem Weiß-Silber und einmal in so einem Altgold, weil ich konnte mich nicht entscheiden, welche Farbe ich nehmen sollte. Deswegen habe ich alle 3 bestellt und diese Kette hier, die hatte ich auch schon mal angehabt. Und ich finde, diese Ketten, die lassen sich super gut zu jedem Outfit kombinieren. Und dadurch, dass sie auch noch im Sale waren, von 9,95 € auf nur noch 5 €, habe ich mir einfach alle 3 Farben mitgenommen. Als nächstes habe ich mir diese goldene Kette mitgenommen. Das ist so eine Art Gliederkette, die ist ziemlich breit, ist von Divided, sieht sehr, sehr schön aus. Die war auch im Sale von 9,95 € auf 7 €. Hier habe ich einmal diese goldene Kette, die besteht aus 2 Teilen. Die längere Kette ist ein bisschen breiter und dicker und die kürzere Kette, das ist so eine Gliederkette und den Verschluss, den kann man hier verstellen. Ja, die sieht ziemlich klobig aus. Ich muss mal schauen, mit was ich diese Kette kombinieren kann. Das Einfachste ist ja halt immer was Schwarzes zu tragen. Und die war im Sale auf 4 € von 7,95 €. Hier seht ihr eine wunderschöne goldene Kette. Die ist hier so gliederförmig und hat hier unten kleine Metallstäbe dran. Diese Metallstäbe geben Geräusche ab, wenn man die Kette so ein bisschen bewegt. Also mich stört das überhaupt nicht. Ich mag sogar dieses Geräusch. Hört ihr das? Ist doch toll, oder? Dann habe ich hier diese süße goldene Kette. Die verläuft in so einer V-Form. Die hat hier so Metallstäbe. Die Metallstäbe werden nach unten hin immer größer. Und für diese Kette habe ich schon ganz viele Komplimente bekommen. Diese Kette hatte ich auch in meinem letzten Video angehabt. Und zwar der DM-Haul mit der Verlosung. Übrigens findet die Verlosung immer noch statt. Wenn ihr mitmachen wollt, dann klickt doch in das Video rein. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Und diese Kette, die war im Sale von 19,95 € auf 10 €. Als letztes habe ich mir diese silberne Kette gekauft. Die ist mit Strasssteinen hier oben versehen und an den Stäben sind auch Strasssteine dran. Und die Kette gibt es im Sale für 7 € von 14,95 € oder 12,95 €, ich weiß leider nicht mehr genau. Und ich finde, diese Kette passt super gut zu meinem Sommerkleid, welches auch von H&M ist. Dieses Kleid hat kleine Trägerchen, ist eng. Und nach unten hin verläuft es ein bisschen weiter in so einer Glockenform. Man kann es super gut mit einem Gürtel kombinieren, dann sieht es auch gleich ein bisschen schicker aus. Das Kleid gibt es noch in ganz vielen anderen Mustern und Farben und hat nur 9,95 € gekostet. Also wenn ich die ganzen Artikel, die ich euch heute hier gezeigt habe, online finde, dann verlinke ich euch die Sachen in der Infobox. Ansonsten war es das von mir und ich sage dann jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!